Herrlich. Einen wunderschönen herzlich willkommen bei Whisky Gold. Ja, ich bin ein paar Monate zu spät, aber ich bin da. Der neue Talisker aus der Special Release Serie mit 15 Jahren. Der erste Talisker mit 15 Jahren. Isle of Skye. Diageo 2019. Ich weiß gar nicht genau, wann er auf den Markt kam. Ende 2019 kamen die, glaube ich, alle raus. Ja, damals gab es den Hype um den 8-Jährigen in Fassstärke. Hier ist es jetzt ein bisschen entspannter. 42.222 Flaschen. Laut meiner Info kam auf den Weltmarkt, von daher stresst euch nicht, ihr kriegt alle was ab. 120 Euro kosten so ungefähr, Fassstärke mit 57,3 Volumenprozenten. Und reifen durfte diese in frisch ausgekohlten Fässern aus amerikanischer Eiche. Hogsheads genauer genommen. Was mir besonders gut gefällt an diesem hier, oder allgemein an der neuen Reihe dieser Special Releases, ist das Design. Ich blende euch die Fotos mal ein. Aber es ist wirklich schön gemacht. Das muss man denn lassen. Ich würde jetzt nicht 100 Euro, 120 Euro nur fürs Design bezahlen. Der Inhalt muss jetzt natürlich auch geil sein. Aber das ist wirklich schick. Ich mag auch die Etiketten. Es ist alles schlicht gehalten. Kein Tamtam. Passt wunderbar. Ja, Rugged and Smoky. Made by the Sea. Smooth ist er mit Sicherheit nicht. Talisker nicht. Ich habe nicht oft Talisker vor der Kamera, aber ich mag Talisker sehr gerne. Ich trinke auch sehr selten Talisker. Das muss ich sagen. Kommt irgendwie nicht zu. Aber wenn ich dann mal einen habe, dann freue ich mich wirklich. Der 10-Jährige war ja festsitzen, verkorken. Der 10-Jährige war ja so ein Klassiker, mit dem man in der Whisky-Welt begonnen hat. Ja. Ja, kein Farbstoff, keine Kältefiltration. Ich habe mir ein bisschen Wasser dazu gestellt. Ich weiß nicht, wie ich es braun werde, aber ich glaube, ich werde ein paar Tropfen einfach mal geben aus reiner Neugier. So, die Farbe. Schöner gelblicher Ton. Was ist das hier eigentlich? Das ist eine Rechnung. Bloß weg damit. Kräuter und so maritimer Torfrauch. Und wie man ja so weiß, mit den Jahren baut sich der Rauch hier ab. Talisker ist eh nicht so der extrem rauchige, aber hier ist es für einen Talisker wirklich wenig. Er ist da, ich finde, das ist aber immer so eine schöne Rauchsüße, ganz zarte Rauchsüße. Der Alkohol ist spürbar. Aber das darf er auch, warum nicht? Ingwer. So ein bisschen Kuhstall habe ich auch. So ein bisschen Heu, Muff. Holz. Muskatnuss. Muskatnuss, Muskatnuss. Ich will ihm gar nicht so viel geben. Ich habe jetzt einfach Bock, um ein bisschen kräftigeren Whisky zu trinken. Und wir müssen ja nicht gleich so niedlich machen. Passiert nicht viel, außer dass dieses leicht alkoholische weg ist. Tja, ich würde sagen, wir probieren einfach.
trocken und süß. Süß und trocken. Tabak. Holz. Ganz zarte Schärfe. Würze. Auch hier wieder, was beim Talisker so bekannt ist, dieses pfeffrige, dieser leichte Chili-Einfluss. Aber irgendwie dann jetzt im Hintergrund völlig cremig. Sahnig kommt er jetzt daher. Wärmend, voll. Leicht trocken jetzt wieder. Das ist gut jetzt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da wieder so auf einmal so dieses Sahnige davor kommt, dieses Cremige. Das kommt geil, das gefällt mir. Das erwartet man in der Nase auch gar nicht. Man denkt hier, jetzt kommt so ein richtiger Antritt auf der Zunge, der zerreißt dir alles. Nein, tut er überhaupt nicht. Wo sich die Zunge dran gewöhnt hat. Na, keine Rauchbombe. Schöner, subtiler Rauch. Fängt auch überhaupt nicht in diese Eilerschiene. Absolut gar nicht, für alle, die das gar nicht kennen. Voll wärmend, würzig. Diese Süße ist schön. Diese Süße mit dieser Trockenheit am Anfang. Und dann, wenn alles verblasst, dann wird er geschmeidig und blüht noch mal einmal kurz auf. Geschmeidig, cremig. Und das denkt man gar nicht bei einer Feststärke mit 57,3, dass da jetzt noch sowas kommt. Diese pfeffrige Würzigkeit, die verblasst und dann kommt er ein bisschen süß. Das Ölige. Der ist nicht extrem, aber der ist gut. Ich habe jetzt gerade an den Lagerbuden 12er gedacht, den es ja auch in der Special Releases Serie gibt. Habe ich hier irgendwo stehen gehabt. Aber ist ein ganz anderer Schnack. Der ist viel rauer, wilder, rauchiger. Dieser erinnert mich jetzt hier so an einen Mix aus dem Standard Talisker 10 Jahre und den 57er North. Wie so ein Wetting aus beiden. Von allem hat er so ein bisschen was. Weil du hast dieses Wuchtige hier irgendwie so ein bisschen durch die Fassstärke, die Hogsheads. Auf der anderen Seite hast du das Alter, 15 Jahre ist schon ordentlich gesetzt und das bringt ihn wieder runter. Geiler Scheiß. Endlich mal wieder ein richtig guter Talisker. 120 Euro sind nicht wenig, das muss ich tatsächlich sagen. Er schmeckt gut. 120 ist, tut schon wie 100 Euro. 100 Euro könnte ich mich einlassen. Ey, wir schreiben 2020, ne? Da muss man immer so denken, ey, es ist ein Talisker, es ist 15 und Fassstärke. Ja, ihr kriegt ein paar Volumenprozente mehr. 100 Euro, ja, 120 so. Aber es gibt hier noch mal im Angebot. Und er wird sicher im Angebot kommen, bei über 42.000 Flaschen. Sollte was machbar sein. Einfach mal warten. Aber er ist lecker. Probieren. Definitiv probieren. Leckeres Tröpfchen. Wenn ihr ihn probiert hattet, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr ihn fandet. Ich weiß gar nicht, Whisky Base hatte 87,5 Punkte oder so 87 bis 88 Punkte. Bin ich dabei, stimme ich zu. Würde ich auch so geben. 88 sogar, ja. Ich habe eine Wertung. Okay, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.